So, heute möchte ich euch zeigen, wie man dieses wunderschöne Häkeltuch häkelt. Die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, ich glaube, es waren die 70er Jahre, da gab es dieses Tuch schon einmal. Gehäkelt wurde es aus Mohairgarn, was von einer Spule kam. Ich persönlich fand, dass das Garn sehr kratzte, das ist natürlich heute ein bisschen anders. Aber das Tuch ist wieder modern und deswegen zeige ich euch, wie es geht. Also, angefangen wird in der Mitte. Bisschen schwer zu sehen. So, hier ist die Mitte und wir beginnen hier in der Mitte mit einem Luftmaschenring aus 5 Luftmaschen. In diesen Luftmaschenring häkeln wir dann 4, ich nenne sie jetzt mal Eselsohren, 4 von diesen Eselsohren, die jeweils auch aus 5 Luftmaschen bestehen und immer mit einer festen Masche in diesen mittleren Luftmaschenring gehäkelt werden. Damit man dann an Höhe gewinnt, häkelt man 1, 2, 3 Kettmaschen hoch, häkelt wiederum ein Eselsohr, dann häkelt man einen Luftmaschenbogen, um zum nächsten Eselsohr zu kommen, häkelt wieder ein Eselsohr, wieder einen Bogen, um zum nächsten Ohr zu kommen und immer so weiter. Ich werde euch das jetzt mal zeigen. Also, wir fangen an mit... Wir machen erstmal eine kleine Schlaufe. Übrigens die Nadelstärke, ich habe jetzt hier eine 5er Häkelnadel genommen. Man kann aber genauso gut eine größere Häkelnadel nehmen, je nachdem, wie locker ihr das Tuch haben möchtet. So, wir häkeln 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr müsst aufpassen, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel das Garn nachzieht oder so, hier die Löcher dann, dass die nicht zu klein gezogen werden. So, wir schließen den Ring, indem wir hier in die erste Luftmasche stechen und eine sogenannte Kettmasche häkeln. Nämlich wir holen den Faden und ziehen ihn gleich durch die Schlaufe auf der Nadel. So, das ist unser Luftmaschenring aus 5 Luftmaschen. Wir häkeln also die fünf Luftmaschen, ja, das ist Standard. Also immer 5. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist unser erstes. Oder das wird unser erstes Eselsohr, nämlich wir häkeln eine feste Masche hier in die Mitte dieses Ringes, den wir am Anfang gehäkelt haben. Schließen das Ganze diesmal mit einer festen Masche. So, jetzt kommt das nächste Eselsohr. Hier könnt ihr das kleine Öhrchen schon erkennen. Los geht's. 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, upsala, 3, 4, 5. Und wieder eine feste Masche hier in den ersten Luftmaschenring. Und wir schließen wieder mit einer festen Masche. Also ich gebe ja zu, dass das am Anfang ein bisschen fummelig ist, aber wenn ihr nachher ein bisschen mehr Masse in der Hand habt, geht es ganz leicht. Wir machen, ratet mal, 5 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5. Stechen wieder in den mittleren Luftmaschenring, machen eine feste Masche und wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder mit einer festen Masche in den ersten Luftmaschenring. So, jetzt seht ihr, hoffe ich, wartet mal, ich muss mal hier ein bisschen mehr Garn nachziehen. Ihr könnt jetzt hier die 4 Eselsohren erkennen. Und damit das nun auch schön 4 gleichmäßige Ecken werden. Das Wichtigste ist ja jetzt, wir müssen ja jetzt irgendwie hier in die Höhe kommen, damit wir mit der nächsten Reihe beginnen können. Und das machen wir folgendermaßen. Wir häkeln einfach in dieses erste Ohr, häkeln wir einfach 4 Kettmaschen. 1, 2, Quatsch, 4, 3 Stück natürlich nur. 3. So. So können wir ganz unauffällig, das wird man nachher kaum sehen, kommen wir hier quasi auf die mittlere obere Masche des ersten Ohrs. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir häkeln jetzt für die Ecke, häkeln wir wieder ein Eselsohr. 2, 3, 4, 5. Und zwar häkeln wir das mit einer festen Masche wieder in das erste Eselsohr. Und schließen das mit einer festen Masche. Jetzt verbinden wir das Eselsohr aus der ersten Reihe
durch einen 5-Luftmaschenbogen mit dem zweiten Eselsohr aus der ersten Reihe. 1, 2, 3, 4, 5 feste Masche. So. Jetzt häkeln wir wieder ein Eselsohr. 1, 2, 3, 4, 5. Nämlich mit einer festen Masche nochmal ins gleiche Eselsohr der Vorreihe. Und jetzt wieder einen Bogen aus 5 Luftmaschen in das nächste Ohr der ersten Reihe. 5. Und hier kommt das nächste Ohr. So, jetzt wieder ein Ohr. 1, 2, 3, 4, 5. Feste Masche. Also Ohr heißt immer, die feste Masche wird quasi in das gleiche Loch gestochen, wo man hergekommen ist. Und Bogen heißt, wir verbinden zwei Ohren aus der Vorreihe mit einem Bogen. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier kommt schon das nächste Eselsohr aus der Vorreihe, das wir jetzt mit einem Bogen erreichen. So, ich hoffe, ihr könnt das schon ganz gut sehen. Wir haben jetzt hier das erste Ohr für die erste Ecke, einen Bogen, ein Ohr für die zweite Ecke, einen Bogen, ein Ohr für die dritte Ecke, ein Bogen. Jetzt fehlt uns noch ein Ohr für die vierte Ecke und ein Bogen und schwupp ist die Runde fertig. Naja, schwupp ist vielleicht übertrieben, aber ihr werdet sehen, mit ein bisschen Übung geht das schon. 2, 3, 4, 5. So, ein Eselsohr und der letzte Bogen. 2, 3, 4, 5. Und diesen letzten Bogen. Jetzt müsst ihr aufpassen. Das muss ich selber überlegen. Der erste Bogen, genau, der erste Bogen gehört nicht hier rein, sondern der erste Bogen gehört ja noch zur ersten Reihe. Der erste Bogen muss hier unten rein. In das erste Ohr, also ja, in das erste Ohr aus der ersten Reihe. Und dann hangeln wir uns wieder mit 3 Kettmaschen. 1, 2, 3. So, hangeln wir uns wieder nach oben zur obersten Masche hier dieses ersten Eselsohrs. Und so geht es jetzt eigentlich immer weiter. Wir häkeln jetzt wieder ein Ohr, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt häkeln wir. Jetzt häkeln wir einen Bogen. 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar hier in die Mitte des Luftmaschenbogens. So. Häkeln. 1, 2, 3, 4, 5. Noch einen Bogen und verbinden den mit dem Ohr. So, jetzt haben wir ein Ohr für die Ecke, 2 Bögen. Jetzt häkeln wir wieder ein Ohr für die Ecke. 1, 2, 3, 4, 5. Ein bisschen Wolle nachziehen. Das soll ja wieder ein Ohr werden. So, jetzt brauchen wir wieder 2 Bögen. 1, 2, 3, 4, 5. Erster Bogen, feste Masche in die Mitte des ersten Bogens. 1, 2, 3, 4, 5. Zweiter Bogen mit dem Ohr verbinden. So, wir häkeln ein Ohr. 2, 3, 4, 5. Hier rein. Und wieder 2 Bögen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Bogen. Feste Masche in den ersten Bogen. Noch ein Bogen. 1, 2, 3, 4, 5. Ins nächste Öhrchen.
So, jetzt zeige ich euch nochmal, wo wir sind. So, wir haben jetzt hier erste Ecke, zwei Bögen, zweite Ecke, zwei Bögen, dritte Ecke, zwei Bögen. Jetzt kommt die vierte Ecke. 1, 2, 3, 4, 5. Wir häkeln ein Ohr. Und noch zwei Bögen. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal hier rein. Und nochmal 1, 2, 4, 5 und wieder hier rein, nicht hier rein. Das ist ja jetzt quasi die Reihe, in der wir jetzt schon sind. Wir müssen den letzten Bogen auch noch hier in das Ohr der Vorreihe häkeln. Das ist ein Fehler, der sehr oft gemacht wird und dann wird das Tuch schief, beziehungsweise die Ecken wandern im Kreis herum, also wie eine Spirale, das soll ja nicht sein. So, und jetzt müssen wir natürlich aber wieder hier in die Spitze des ersten Öhrchens kommen. Das machen wir wieder mit unseren drei Kettmaschen. 1, 2, 3. So, wir sind wieder hier oben angelangt und ihr seht schon, das sieht man nachher kaum, dass ihr hier mit den Kettmaschen hochgegangen seid. Das erkennt man nachher bei dem Tuch gar nicht. Ja, ratet mal, wie es losgeht. Wir häkeln ein Ohr für die erste Ecke. 1, 2, 3, 4, 5. Hier wieder rein. Wir häkeln einen Bogen in den nächsten 2, 3, 4, 5 in den nächsten Bogen der Vorreihe. Wir häkeln noch einen Bogen, denn wir haben ja in der Vorreihe zwei Bögen, in die wir jetzt reinhäkeln können. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt der nächste Bogen. Und dann häkeln wir noch einen Bogen. 1, 2, 3, 4, 5 und verbinden ihn mit dem nächsten Ohr aus der Vorreihe. So geht es jetzt eigentlich immer weiter. Mit jeder Reihe gibt es hier zwischen den Ohren einen Bogen mehr. Und ich möchte euch jetzt damit nicht langweilen, weil das geht jetzt wirklich endlos so weiter. Mein Tuch ist 1,20 m x 1,20 m, also ist schon ziemlich groß. Ich habe dafür 4 Knäule von der Debbie Bliss Angel verwendet. Ich denke, man kann das Tuch auch etwas kleiner machen und dann kommt man vielleicht auch mit 3 Knäulen aus. Und ja, das Garn ist wunderschön. Ihr seht schon, mir persönlich wäre das jetzt ein bisschen zu locker. Ich glaube, zum Zeigen ist es ganz schön, dass ich die große Nadel genommen habe. Aber da ich recht locker häkel, würde ich vielleicht lieber eine 4er-Nadel nehmen. Denn ein bisschen Masse soll das Tuch ja auch haben. Es ist super schön weich, riecht sich ganz toll, fusselt nicht so doll, wie man denkt und ist wirklich ein wunderschönes Garn. Ich wünsche euch viel Spaß und ich zeige euch jetzt nochmal mein Prachtstück in voller Größe. Kleinen Moment. Ja, hier kommt es nochmal. Wartet mal, ich werde mal ein bisschen Weitwinkel. Ach, mehr geht nicht. Ja, also 1,20 x 1,20, ein super luftiger Traum, den man ganz toll zu jedem Mantel tragen kann. Ich wünsche euch viel Spaß.